Starte ich mal die Aufnahme. Willkommen zurück zu Civilization 5. Ich guck mal nachher, ich nehme auf, okay. Alles gut. Willkommen zurück. So, hast du schon ein Spiel aufgemacht? Ich starte jetzt erstmal das Spiel. Oh. Kann ich die Aufnahme ja gleich wieder abbrechen? Das ist doch. Nein, du kannst doch die Leute unterhalten. Dauert doch nicht so lange. Seit wann unterhalte ich Leute in meinen Let's Plays? Was redest du da schon wieder für einen Unsinn? Ist doch. Das habe ich noch nie gemacht. Schau dir den Dreck doch mal an, den ich hochlade. Hm. Ja, mache ich auch. Yes. Das ist ja das Schlimme. Jetzt musst du mir nur noch Halo kaufen. Das bestimmt total. Ist ja gar nicht für PC. Was? Gibt es nicht für PC? Freilich, Halo 1 und 2 gibt es doch schon länger. Das hast du. Bin mal gespannt, was das für Anforderungen hat. Ich meine, die Master Chief Collection, die kam ja irgendwie 2014 oder so raus. Und die Xbox 360 kam ja auch irgendwie. Ja, die habe ich ja nicht. Nee, warte mal, nee, nicht die. Für welche Xbox kam das raus? Ist ja auch schon ein bisschen älter. Für die aktuelle. Ja, stimmt, aber die ist auch schon ein paar Jährchen alt. Ja, tatsächlich. 6 Jahre. Also noch nicht ganz, aber fast. Ich glaube, meine Grafikkarte ist ähnlich alt. Wird bestimmt toll laufen. Ja, das wird schon. Ich hoffe, der Port wird besser als Halo 2. Dass dann grundlos nur unter Vista lief und. Stefan ist ja doch da. Sollen dir Unsinn. Dass nur unter Vista lief und halt immer noch aussah wie von 2004. 2004 ja. Kam Halo 2 raus und 2007 kam es für den PC und sah auch genauso aus. Die haben da halt nichts dran gemacht. Ja, doch, sie haben eine Beschränkung eingebaut, dass es nur unter Vista funktionierte. Ja. Auch wenn es dafür gar keinen Grund gab. Damit sie es besser verkaufen können, also. Ja, das war richtig scheiße. Also damit sie Vista besser verkaufen können. Hat nicht so funktioniert, glaube ich. Nee, eher nicht so. Vor allem, weil da auch ja irgendwann ein Patch kam, der diese Beschränkung entfernt hat, also ein inoffizieller Patch. Großartig. So macht man es nicht. Und der Raum ist offen. Schön ist ja auch, 2007 kam noch Crysis 1 raus. Das sah dann minimal besser aus. Ich bin mir nicht ganz sicher, was sie sich dabei gedacht haben. Haben es halt mal versucht. Ne? Einfach mal was Dummes tun. Haben sie bei Halo 3 dann nicht mehr gemacht. Nee, das kam gar nicht erst bei dann PC. Haben sie Halo 3 dann auch gar nicht rausgebracht. Weil ich habe gelesen, die Master Chief Collection soll auch keine große grafische Überarbeitung bieten. PC-Version. Bin ich ja mal gespannt. Naja, Master Chief Collection hat ja Halo 1 Remaster. Ich weiß, was die gemacht hat. Also, das hat ja nicht die Collection gemacht. Also, Halo 1 Remaster gab es schon vorher. Halo 1 Remaster gab es für den 360 schon. Die habe ich sogar hier liegen. Oh, wow. Ich habe gerade keine Ahnung mehr. Und dann gab es Halo 2 Remaster, das gab es dann auch erst für die One. Und die Collection hat es dann zusammengefasst. Halo 3 Remaster gibt es noch nicht, soweit ich weiß. Kann natürlich sein, dass sie das ein bisschen aufpoliert haben. Die Collection. Aber nicht wirklich. Also
Ein großes grafisches Update. So, kurz gucken. Ich habe hier schon wieder... Ja, das ist jetzt aber, glaube ich, nur, weil es geladen hat. Und Halo 1 Remaster und 2 sieht auf jeden Fall sehr viel besser aus. Wäre schlecht, wenn nicht, oder? Ja, gut, jetzt läuft es flüssig, alles klar. Ja, aber die Collection ist ja auch schon wieder ein paar Jahre alt. Ja, ich habe dich schon gelesen, ich habe dich auch schon Hallo gesagt, das wisst ihr aber von mir. So. Jetzt kommen die Leute wieder im Chat und schreiben da Zeug. Das ist doch. Geht weg. Ich will euch nicht. Schenkt mir was und geht wieder, also wirklich. Asoziales Gesindel hier. Das Gute ist ja auch, kannst bei den Remaster-Teilen auch umswitchen, direkt. Ja. Also zwischen der Grafik. Damit haben sie auch gerechtfertigt, dass es nicht noch besser aussieht. Weiß ich nicht. Ich finde das Feature aber gut. Ich halte es irgendwie schwachsinnig. Warum sollte ich das tun? Weil man vielleicht mit der alten Grafik spielen will? Geht mir zumindest auch so. Ja, aber dann könnte man das doch auch einstellen, dass man das ändern, dass man das nicht, also im Spiel, also dass du halt auswählen kannst, welche Grafik du haben willst, anstatt es in Echtzeit umswitchen zu können, was halt mir ein bisschen sinnfrei erscheint. Wie gesagt, ich finde es gut. Ja, toll. Ich finde es auch Dungeon Lords gut. Sag doch schon alles. Und das sieht gut genug aus, finde ich. Ich muss noch ein bisschen lauter machen. Du bist zu leise bei mir. Ich bin zu leise? Ja, nur bei mir, nicht in der Aufnahme. Achso. Vorhin noch Musik mit 15.000 Dezibel gehört. Muss ich die ein bisschen runterdrehen. 15.000 Kilobit? Nein, Dezibel. Nicht Kilobit? Das hat sich bestimmt gut angehört. Was will der Chat jetzt mit seiner Mutter? Ja. Wer chattet mit seiner Mutter? Der Chat will irgendwas mit seiner Mutter. Keine Ahnung, was sie für Probleme hat. Sie ist offensichtlich lauter. Ich weiß gar nicht mehr, was ich machen wollte überhaupt. Ich auch nicht. Ich hab hier Einheiten. Achso, die wollte ich bestimmt da runterschicken zu dem Bahn. Das macht Sinn. Ich baue offensichtlich Krankenhäuser. Mach das gleich mal. Machen den Krankenhäuser? Nahrung plus 5. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich bin sicher, ich wolle Krankenhäuser bauen. Die habe ich nämlich gerade überall in meinen Städten am Bauen. Also fast überall. Also in der Mehrheit meiner Städte. Ich soll irgendwas mit seiner Mutter machen. Was hat der Chat denn für Probleme, ey? Tut sich jetzt gerade nicht viel. Was nehmen wir jetzt? Danzig. Ach, schade, dass ich nicht Deutschland spiele. Das würde ich jetzt einfach Danzig fordern. Nee, das gehört mir. Danzig oder Krieg? Ich bin auch sicher, diese Ölflecken im Wasser sind irgendwie so nicht richtig. Also es gibt Einfluss. Einfluss will ich ja gar nicht haben. Hier noch so schönes. Bitte was? Okay. Ich nehme das. Warum dreht man jetzt die CPU gerade auf? Oder
wo ist die Grafik? Irgendein Kühler dreht gerade auf. Heizung wieder ausmachen. Hm. Okay. So. Ja, komm, mach einfach fertig. Die Ölflecken sind. Ich muss noch was bauen. Ich weiß, dass die Ölflecken eine Ressource sind. Es sieht trotzdem irgendwie falsch aus, wenn da Ölflecken mitten im Wasser sind. Das sieht eher nach Umweltverschmutzung aus. Aber ich nehme auch, okay. Machen wir das. So, was noch? Bist du heute noch fertig? Ja. Wenn du noch länger brauchst, wird Napoleon böse und mobilisiert mal, was er hat. Und bei 15 Städten ist das wahrscheinlich eine Menge. Machen wir das wieder. Ich hab schon wieder unglücklich, das gibt's doch nicht. Ach, die können nicht offen. Okay, das ist natürlich nicht so gut. Egal. So, du kannst auch mal bereit klicken. Ja, ich habe nur was geguckt noch. Fertigbau geht's in Umweltverschmutzung. Okay. Was? Ach, fertig. Was sind denn Fertig-Buckets? Kenn ich nicht. Was willst du von Buckets? Willst du schon wieder von mir? Panama-Stadt. Irgendwas war doch mit Panama-Stadt. Ich habe nur keine Ahnung mehr was. Wo ist denn das Ding überhaupt? Das ist Quebec. Das ist Panama-Stadt. Wow, ich kann wieder nur nächste Runde klicken. Das ist gerade richtig viel zu tun. Richtig viel. Ich hatte jetzt gerade die letzte Runde ein bisschen mehr zu tun, aber jetzt hält sich es auch wieder in Grenzen. Macht den Kapstadt so. Also außer zu existieren. Ich hätte gern Zitronen. Aber Zitronen hat kein Schwein. Ein Feind wurde nahe Stadt Amsterdam gesichtet. Und nicht schon. Achso, das ist nur so ein Schiff. Oh. Gut. Könnt ihr einen Funkturm bauen? Was war denn noch so? Oh. Ich wollte noch ein Opernhaus. Tempel. Was bringt mir denn Funkturm? Hm. So. Aktion beschleunigen. Wie viel braucht das? Hm, das können wir mal machen. Ich hoffe mal aufs Beste. Apropos aufs Beste. Achso, richtig. Mein guter Spion ist ja tot. Ziff ist ein Zuschauermagnet. Alles, was ich spiele, ist ein Zuschauermagnet. Hallo? Warte nur ab, wenn ich mal irgendwann Ultima 1 spiele. Ja. Ja. Oder Dungeon Lord 2012. Oh Gott. Und geht's ab. Was? Minus 5? Was? Warum auf einmal so viel? Moment, was? Ich will jetzt mal kurz checken. Stehe ich nicht? Stehe ich nicht? Verstehe ich nicht? Ich bin doch noch. Warte ich noch, oder? Irgendwas geändert? Nee, nö.
lange handeln. Die hat Kakao. Also wenn du noch Kakao brauchst, Napoleon hat welchen. Du musst die nur noch wegnehmen, also ihn. Warum soll ich Asterix spielen? Was ist Silent Service, hä? Heißt das nicht Silent Hunter? Silent Hill heißt das. Nein, das ist doch was anderes. Das ist ja ein Horrorspiel. Ich rede von einem U-Boot-Spiel. Alter, da mal 28 Leute. Subkultur ist auch ein U-Boot-Spiel. Das kann man auch mal spielen. Was? Subculture oder Subkulture. Was soll ich noch alles spielen gleichzeitig? Ja, alles. Ich soll eine Patreon-Seite aufmachen, wenn wir hier, finde ich, irgendwie 2000 im Monat verdienen, kann ich nur noch Let's Plays machen. Lavender kann verlangen, was es will. Das juckt mich an Scheiß. Silent Service auf dem Amiga. Gibt's gar nicht auf dem Amiga. Silent Hunter kam erst auf den DOS, oder? Option wählen. Habe ich denn irgendwas, das so ein bisschen. Krankenhaus dauert zu lang. Stadtmauer wäre vielleicht klug. Wobei, das ist weit weg. Ich habe nur diese eine Quelle. Das Schaden kannst nicht. Ich würde es machen. Bank? Bank vielleicht? Oder ein Krankenhaus? Ich nehme mal das Krankenhaus. Bei mir ist überall das Krankenhaus. Was? Freak Night? Was ist denn Freak Night? Freak Night? Freak? Was soll das denn schon wieder sein? Solltet ihr euch nicht ständig irgendwelche Namen von Spielen ausdenken, die gar nicht existieren? Also wirklich. Das wäre ein Gesindel. So, noch 3 Runden für die nächste Politik. So. Napoleon wird alle Siegbedingungen gleichzeitig erfüllen, wenn der so weitermacht. Nee. Also nicht gleichzeitig. Doch. Einfach so. Habe ich denn nicht noch mehr Bautrupps? Ich habe. Warum steht der Bautrupp da oben? Warum, ernsthaft, warum steht der da? Hä? Hey, was will der da? Der hat doch eben noch da repariert und dann, was? Hä? Hey. Habe ich denn nicht noch mehr Bautrupps? Ja, aber die sind alle beschäftigt, die brauchen mehr Bautrupps, glaube ich. Das ist der Wahnsinn. Die brauchen auch alle so lang. Oh geil, Rotterdam hat bei seinem Krankenhaus fertig. Das wird es nochmal richtig bringen. Nahrung plus 5, ja. Das ist genau, was Rotterdam braucht. Da wohnen ja auch nicht genug Leute. Ui, ui. Ich bräuchte mir da ein bisschen Sachen, die Zufriedenheit schaffen. Hat noch Spiele. Aber ich spiele doch alleine. C5 ist nicht das Beste. Das behauptest du jedes Mal, dass C5 nicht gut wäre zum Streamen. Das ist total toll zum Streamen. Jetzt sei ruhig, du hast keine Ahnung. Schrecklich, diese Leute. Wissen einfach nicht, was gut ist zum Streamen. Schrecklich. Es ist wunderbar und die Entscheidung, das auf Marathon zu spielen, war brillant. Naja, für den Stream vielleicht nicht unbedingt. Doch. Passiert eine Menge. Generell kann man das schon mal machen. Also wenn man selber spielt, ist es ja was anderes. Das heißt ja, da passiert halt nichts. Hier passiert mehr als in Siedler 1, also sei ruhig. Was zur Hölle?